Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Silber Susum. Ihr wisst es, auf welcher Map wir spielen. Wir spielen eigentlich nur auf der gleichen Map. So, wir waren dabei, in der letzten Folge haben wir die Schweine geholt und sie ist schon angefangen, sie zu versorgen. Wir bringen jetzt nochmal schnell zwei. Wir haben vier reingebracht. Eine brauchen wir noch, eine können wir noch reinbringen. Einmal getrocknetes Getreide und dann holen wir mal das gute Schweinefutter. Ah, siehst du, es passt schon nicht mehr alles rein. Das ist okay. Da fahren wir mal kurz hier rückwärts. Zack, fahren wir mal hier. Und dann laden wir das halt mal wieder ab. Oder wir lassen den kurz drin stehen. Vielleicht brauchen wir den ja noch gleich. Einmal so. Und ich lasse mal hier kurz drin stehen. Und jetzt wollten wir das Gute... Schweinefutter abholen, was Bauer Lürs war das, glaube ich, hieß er, uns angemischt hat. Ihn haben wir Weizen und jede Menge Weizen und jede Menge Mais gebracht. So, dann wollen wir mal. Da fahren wir mal wieder hin und dann holen wir mal unser gutes Schweinefutter. Da müssen, ich glaube, 40.000 Liter drin sein und wir haben auch noch schon nochmal alles vollgefüllt. Also um die 80.000 Liter müssten wir gemischt bekommen. Und das müsste reichen, glaube ich, bis Ende dieses Let's Plays. Weil ihr wisst es, LS19 ist draußen. Vielleicht spielen wir schon, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall die Aufnahmen, die ich jetzt noch mache, die kommen auf jeden Fall alle noch online. Wir müssen es mal gucken, wie wir es machen. Ihr könnt es mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, weil ich ja schon öfters gesagt, was hier vorhabt. Oh, irgendwas blinkt da unten. Gut, da gucken wir da mal nicht hin. So, hier mussten wir, glaube ich... Hier genau, hier runterfahren, ne? Hier runter war das. Den Feldweg an der nächsten Kreuzung rechts, also nicht die hier, da so eine bisschen größere. Das war die hier, genau. Die rechts. Wow. Mensch, ist das ja huckelig. Und geradeaus, genau. Da hinten ist Bauer Lürs. Da fahren wir mal schnell hin. Und dann gucken wir mal, was da so Sache ist. So. Wenn wir auch dabei sind, dann leihen wir uns auch gleich mal unseren Tankwagen. Und holen mal ein bisschen Sprit. So. Ah, ist doch nicht alles drin. Was fehlt denn hier? Was fehlt denn hier? Mais. Okay. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Dann lassen wir einmal hier. So, Schweinefutter. So, wie viel Mais passt hier rein? 20.000 Liter. Ja... Lassen wir ihn erstmal produzieren ein bisschen. Ja, das machen wir schon. So, wir gucken in der Zeit. Machen wir mal P. Und unter sonstiges der Tankwagen, ne? Wir können uns ihn erstmal mieten eigentlich. Was kostet ein Mieten? 800 am Tag. Machen wir mal rot. Felgenfarbe. Lassen wir so. Mieten kaufen. Ach, wir mieten ihn erstmal. Den können wir auch gleich noch abholen. Ja, ihr seid noch fleißig dabei. Sehr schön. Wie sieht das andere Feld aus? Er läuft immer noch voll. Er hat auch schon gut was geschafft. Das ist gut. So. Dann warten wir mal, bis das voll ist. Wir können in der Zeit nochmal wo hier hinspringen. So. Wir können mal zu den Ferkeln gucken, was wir da noch brauchen. Wie viel man hier reinschmeißen kann für 100 Ferkel. So. Schweinefutter passen 15.000 rein. Ach, die brauchen gar kein Stroh, ne? Getrocknete Weizen brauchen die. Okay. Der ist gleich voll, das ist sehr schön. Ich wollte noch mal gucken. Tiere, habe ich den noch drin? Ja, den habe ich noch drin. Was kostet der denn? Nee, zurück. Wenn man den mietet. 5.000. 5.000 kostet Miete. Ach ja, den müssen wir ja mieten, weil ich nicht weiß, wo er die Ferkel hinschießt, ne? Was heißt hinschießt, wenn ich sie kaufe, wo er sie hinbringt? So, dann können wir jetzt... Boah, Schweinefutter. Wow,
ist das Schweinefutter schwer. Das ist ja sehr, das ist ja sauschwer. Und rum. War es hier richtig? Ja. So. Da es alles nicht wegfliegen soll, machen wir eine Plane rüber und dann fahren wir mal das Schweinefutter nach Hause. 8000 passen da rein. Ja, das kriegen wir eigentlich fast komplett weg. Ansonsten kippen wir uns einen kleinen Haufen hin. Das ist ja nicht so schlimm. So, einmal rum. Dann holen wir nochmal unseren Tankwagen ab. Hoffentlich können wir den damit ziehen. Müssten wir eigentlich schaffen. Und dann würde ich sagen, dann holen wir auch gleich nochmal Sprit. Dann brauchen wir hier nicht doppelt fahren. Vorsicht, Papa kommt. Wow. Und drum. Unsere Wiese, die wir hier gepflanzt haben, naja, haben wir auch noch nicht einmal gemäht. Müssten wir auch mal machen. Dass wir vielleicht auch nochmal Schafe kaufen. So. Na komm, überholen wir dich mal. Dürfen wir noch. Wow. Wow. Das war knapp. So, unser guter Tankwagen. Oh, der hat aber auch so eine ganz kleine, ne? Ne. Na doch, geht. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Kann man den irgendwie ausfahren hinten? Nee, kann man nicht. Gucken können wir so nochmal mit den fahren. Ja. Wir gucken mal kurz weg. Ein ganz knapp dran. Ich weiß. Ist nicht gerade toll, aber. Sieht keiner, ne? Sieht keiner. Wir gucken kurz alle weg. Wir gucken auch weg, dass ich sie in der Stadt überhole. So. Und her hier. So, und rum. Und der Diesel läuft. Und dann machen wir ihn mal voll. Unser gutes Dieselfass, was wir erstmal gemietet haben zum Testen, so wie das läuft. Oh, es klingelt. Es klingelt, es ist Halloween. Ist keiner da. Gerade geklingelt, Leute. Alles soll uns nicht stören. So. Sehr schön, das ist voll. So, Leute, ich komme ganz kurz gleich wieder. Eine Minute. So Leute, da bin ich wieder. Es tut mir leid. Musste gerade mal an die Tür. Es ist bei uns gerade Halloween. Das habe ich ganz vergessen. So. Zack. Gucken wir mal kurz. So. Das läuft. So. Oh, mein Stuhl, der spinnt schon wieder. Geht schon wieder runter. So. Wo waren wir? Hier waren wir, ne? Er ist voll. Sehr schön. Alle mal weggucken. Alle weggucken. Großer Wendekreis. Das war klar. Jetzt haben wir uns irgendwie festgefahren, ne? Okay. Einmal hier lang. So. Und rum. Und weiter geht's. So, dann fahren wir mal jetzt. Fahren wir mal schnell zum Hof. Und rum. Hängen wir fest? Wir hängen fest, ne? Ich hab's mir gedacht. So, Tempo mal ein bisschen kurz erhöhen. So, und weiter geht's. Ich muss mal kurz aufs Handy gucken. Jawohl, passt. So, und weiter.
Ah, jetzt können wir wieder Vollgas geben. Ja, das Fass ist voll. Da müssten wir einiges reinkriegen. So. Vorsicht, Schwertransport, Schweinefutter und Diesel. Ah, man sieht ihn im Hintergrund, gerade im Spiegel. Da sieht man ihn. Tja. Ah, die guten Würfel. So, vorsichtig. Mal gucken, heute ist Halloween, an den Tag, wo ich aufnehme. Frau und Kind sind unterwegs. Haben sie gesagt, Papa kann zu Hause bleiben, kann sich mal ein bisschen ausruhen. Er sagt, ja, okay. So, und den überholen wir noch. Gucken, ob es heute noch öfters klingelt. Eine Aufnahme würde ich dann noch machen. Das sehen wir dann. So. Und dann fahren wir erstmal Vollgas. Alter, der haut auch einen Qualm raus, ne? Alte Dieselschleuder, die... Was sage ich selber? Ich fahre selber einen Diesel. So. Na, bei 82 kommen wir jetzt angebraust. Das ist sehr schön. Ah, fast fertig. Sehr schön. So. Ja, wir haben dich schon nicht weg. So, erstmal müssen wir das Dieselfass irgendwo abstellen. Oh, dieses riesige Schlagloch hier, ne? Irgendwann mache ich es zu. Den lassen wir, glaube ich, hier. Rum. Nicht ganz so weit rein. Da störst du keinen. Sehr schön. So. Und jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Gülle schon drin. Und N machen wir mal die Plane auf. Da fahren wir direkt rückwärts rauf. Und fahren wir mal hoch. So. Und abkippen. Oh, soll ich doch. Er ist fertig. Sehr schön. Mal kannst Feierabend machen. Du kommst mit. Das fällt auch fertig. Sehr schön. Du kannst eigentlich hier warten auf deinen nächsten Einsatz. Oh, jetzt sind wir gerade zu schnell gesprungen. Ist leer. Sehr gut, ist leer. Ah, bleibt ein bisschen über, ist auch nicht so schlimm. Das kippen wir gleich hier vorne hin. Hier kippen wir mal auch alles rein. So, wo geht das hin? Hier vorne irgendwo. So. Abkippen. Genau, hier kommt beides hin. Das eine bleibt über. Ach komm, das kippen wir jetzt einfach mal hier hin. Können wir uns hier wieder aufheben. So, das haben wir. Das läuft. Der läuft auch. Der kann warten. Damit machen wir das noch gleich. Wir könnten mal gucken, ob es eine größere Schaufel gibt. Was haben wir denn? Schaufeln, da haben wir irgendwas drin, was Schönes. Hier haben wir was drin. 4000. Also eine 4000 Schaufel, die ist schon okay. Die können wir mal kaufen. So, dann kippen wir dich aus. So, dann nehmen wir die Schaufel, die legen wir wieder dahin an ihren Platz. So, haben wir noch Korse eigentlich drin? Sehr schön. Hofhändler machen wir mal. Sehr schön. Ersten Wegpunkt. Kannst du starten. Er sollte getankt werden. Ja komm, dann tanken wir nochmal schnell. So, der ist ruckzuck voll. Der ist ruckzuck voll.
Sehr schön. Und ab geht's. So, dann kannst du mal losfahren. So, und mit dir habe ich auch noch was vor. Aber was ich mit dir vorhabe, das sehen wir in einer nächsten Folge. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Mensch, das geht ruckzuck. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst mir einen Kommentar da, Abo. Wenn es euch gefallen hat, auch einen Daumen hoch. Das würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.